Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Grounded mit dem Raki. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und in der heutigen Folge wollen wir auch wieder rüber zu unserem Baumhaus und da weiterbauen. Dieses Projekt finde ich super geil. Das macht mir richtig Spaß. Und vorher müssen wir aber noch ein kleines bisschen ausräumen. Das haben wir ja gerade gesehen. Da ist noch eine ganze Menge Krempel in meiner Kiste, ne, in meinem Rucksack. Krempel, damit meine ich Spinnenteile und so weiter, vor allem Gift und hier Fangzähne, also Spinnenfang, hier so ein paar Spinnenteile noch. Fit können wir essen, den können wir auch mal reparieren. Machen wir aber später, ne? Mach ich jetzt nicht. Machen wir später. So, dann wollen wir mal gucken. Seile wollte ich mitnehmen, auf jeden Fall. Die können wir gebrauchen. Die können wir auch wieder auflegen. Auf jeden Fall. Das gleiche hier mit. So schön ordentlich draufpacken, denn Seile brauchen wir dringend. Hier habe ich auch wieder noch was zum Einsammeln. Upsi. Habe ich den ein bisschen mich vertan. So, ich finde den Raum hier ganz schön eigentlich. Schön gelungen. Ups. Nee. Oh nein. Was habe ich gemacht? Ah, nein. Das war falsch. Ja, dann räumen wir das mal alles schön wieder zurück hier. Das ist ja schön. Nee, das passiert manchmal. Drück mal einmal eine falsche Taste, ne? Ich wollte eigentlich da hinten dran und das hier ablagern. So, dann haben wir hier wieder ein bisschen Platz, ne? Ein bisschen ordentlich ist es auch. So, okay. Seil haben wir. Okay, dann sind wir wieder auf dem Weg zurück zum Baumhaus. Da geht's weiter, da freue ich mich. Da haben wir ja das Projekt angefangen. Wir haben uns in den Baum reingearbeitet. Wir haben ihr seht es jetzt gleich, aber wir haben ein Baumhaus angefangen praktisch. Ich möchte um den Baum rumbauen, auch nicht komplett rum, vielleicht auch nicht komplett rum, mal sehen. Jedenfalls finde ich das sehr, sehr inspirierend. Jetzt, wenn wir mal ranfliegen, können das schon sehen auf der rechten Seite. Da wird es jetzt größer, da könnt ihr das wunderbar sehen, was da alles kommt. Da habe ich schon so ein bisschen, sieht aus wie so ein kleines Türmchen. In den Hang rein, ne? Und unser Freund, der Marienkäfer, der findet unsere Plattform hier gut. Ich habe nur leider den Eindruck, dass er hier nicht mehr runterfindet. Deswegen habe ich überlegt, ob ich mir den mal zur Brust nehme. Upsi. Na komm. Komm mal hier hin. Ach nee, will er nicht. Oder muss ich dann hier lang? So. Ne, damit er da runter geht, ne? Macht er nicht, ne? Na gut. Ups. Ach, er bleibt immer noch da. Na, ist egal. Ich habe gedacht, ich könnte ihn so retten. So, Tür. Tür haben wir auch fertig. Unglaublich. Und dann haben wir hier dieses wunderschöne Häuschen gebastelt, das so ein bisschen, ja, ein bisschen schräg ist, ne? Ein bisschen komisch. Na, komisch nicht, aber so ein bisschen seltsam ist, so ein bisschen hutzelig ist. Aber ich finde das total gemütlich hier, ne? Das ist wie so eine Hobbithöhle. Hier sind da sieht man den Baum. Und hier soll es hin. Und, also hier wollen wir weiterleben. Erstmal schnarcht die Spinne da unten. Nö. Die habe ich nämlich beim letzten Mal, haben wir die platt gemacht. Ich erinnere euch. Oh, da ist sie doch wieder. Alter Schwede, die ist ja schon wieder da. Die schnarcht ja doch schon wieder da. Ich habe gedacht, die wäre weg. Na gut, ist auch nicht schlimm. Soll sie da schnarchen, ist ja ihr Recht, ne? Schließlich, Thekla wohnt ja da, ne? Genau. Jetzt muss ich mal eben gucken, ob ich... Ah, nein! Oh, was habe ich das wieder gemacht? Aber ich gehe schon immer zur Seite, ne? Wenn ich irgendwas zerstöre, mache ich das wieder gleich sofort wieder ganz. Ich wollte ganz was anderes machen. Ich wollte das jetzt zu Ende bauen. So, dann können wir nämlich dann auch vielleicht da pennen. So, okay, Tür auf. Achso, Tür auf geht nicht. Erstmal Tür aufmachen und dann das nehmen. So, und jetzt holen wir nochmal Gras. Natürlich, und... Marienkäferchen, hi, na, hast du wieder abgeregt, ne? Ich war's, ne? Ich bin derjenige, der hier den Stress gemacht hat eben. So, jetzt holen wir erstmal Gras, ne? Und Stängel besorgen wir dann auch. Dann geht's da hinten schon weiter. Ich stelle das mal hier so mitten rein. So. Ups. So. Ups, sonst habe ich Hunger, ne? Ja, gut. Da müssen wir erstmal was mampfen. Ich habe ja hier einen leckeren Braten. Beziehungsweise gar kein Braten, sondern Dörrfleisch, ne? Dörrfleisch.
In dem Fall war es eine Blattlaus. Oh, da, was zu trinken habe ich auch gefunden. Dann trink mal. Kleine Maus. So. Jetzt habe ich geguckt, ob ihr da seid, ne? Hab gerade gedacht, oh Gott. Wieder den falschen Knöpfchen gedrückt. Aber war wohl okay. So, dann schnappen wir uns mal den ganzen Kram hier. Alles plotzert hier runter. Wieder da drauf. So, ich glaube, damit ist er auch schon voll. Dann schauen wir mal, ob wir da hochkommen. Ja, den Marienkäfer muss ich, glaube ich, erlösen da oben. Das ist ein bisschen blöd. Das ist echt ein bisschen blöd. Pfeile habe ich nicht mehr. Irgendwie alle verbrutzelt. Verbratzelt. Ach, da ist auch eine Tekla. Die pennt da. Und der hat sich da festgelaufen, ne? Der Gute. Ja. So, dann kommen wir hier an unsere wunderschöne Hütte. Ich baue das mal hier so hin. Und dann fangen wir gleich hier an. Jetzt können wir wieder Teklas Geschnarche hören hier. Wunderschön. Ob das so schön ist, ist die Frage. Aber dass man die immer die hören kann, ne? So. So. Da haben wir nichts. Ach so, doch, da haben wir auch was. Und da natürlich die Treppe, ne? Die ist wichtig. Zack, jetzt ist die auch fertig. Boah, Wahnsinn. Da oben die Treppe. Dann brauchen wir wieder Stängel. Ich glaube, ich mache jetzt auch erstmal die Treppe soweit fertig mit Grasplatten, weil das mir wichtiger scheint. Und das hier auch. Und das hier auch. So, das haben wir. Machen wir die noch zu Ende. Da fehlt da noch ein bisschen was, ne? So, und da sind da schon wieder Stängelchen. Dann gehe ich mal runter und hol die mal. Ja, da jetzt irgendwo eine Tekla ist, weiß ich nicht. Nö, das ist nur Marienkäfer, ne? Dann machen wir das mal hier. Einen kurzen Moment warten, bis die Ausdauer wieder da ist. Dann braucht man nicht so viel klicken, ne? Da muss man ganz schön bolzen. So, und den haue ich auch gleich weg. Zack. So, dann haben wir alles. Alles schön. Wunderbar. Sehr erfreulich. So, und jetzt weiter geht's im Takt. Ah, mir gefällt das voll gut. Auch dieses Verhutzelte. Ich mag das voll gerne, ehrlich. Das ist richtig gut. Richtig, wie ich es mag. Und dann freue ich mich auch auf die obere Etage hier. Wie wir dann hier oben weiter hochgehen, ne? Dann gehen wir hier weiter hoch. Da geht's ja weiter. Das müssen wir auch noch machen. Aber jetzt erstmal hier weiter bauen, ne? Erstmal fertig machen. Und dann schauen wir mal weiter. Na, du kleiner Marienkäfer. Hä? Oh, da hängt was in der Luft, ne? Das sieht aber komisch aus. Das ist, glaube ich, ein Bug. Das ist nicht gut. Da hängen Röckli in der Luft. Bröckli, Bröckli. So, da ist wieder alles voll. Oh, oh. Immer pennt die da, ne? Mit der werde ich mich, glaube ich, noch öfter anlegen müssen. So, leider ist das Gras schon wieder weg, ne? Jetzt laufen wir hier mal außen rum. Hier kann man ja prima drauf. Guck mal, wie das hier in den Baum reingebaut ist. Das finde ich so gut, ja. Finde ich so gut. Kann euch gar nicht vorstellen. Und das finde ich auch so mega gut. Leider komme ich hier. Da kann ich bauen. Da kann ich nicht, ne? Nee, leider nicht. Boah, das ist blöd. Da kann ich bauen. Und da auch? Nö, da nicht. Hier auch nicht. Warum? Warum, warum? Wahrscheinlich, weil unten nicht fertig ist, ne? Na, hier kann ich bauen. Jetzt geht es wahrscheinlich auch oben. Dann versuche ich das eine Ding noch runter zu bringen.
das nicht. Da geht's. Na gut, dann holen wir noch mehr. Lalala. So. Mal gucken, ob ich da oben hier hochkomme. Nee, ne? Nee, leider nicht. Ich habe gedacht, da könnte ich irgendwie hoch. Muss ich außen rum, ne? Ist aber nicht schlimm. Wir haben ja Zeit. Dann machen wir das so. Dann laufen wir hier rum. Übers Dach. Und hier das. Hier oben ist ein Balkon, ne? So ein mega Balkon. Zack. Und zack. Geht das? Nee. Dann laufe ich hier mal drüber. Geht auch nicht. Aber hier geht. Zack. Da geht, ne? Ist hier so. Muss ich mich so lang zaubern hier. Nee, geht nicht, ne? Ja, ist egal, dann machen wir halt hier die Tür. Schon mal. Dann brauche ich hier das Stängel. Ja gut, Stängel kann ich holen. Hol ich alles, was ich hier kriegen kann. Au. Ich hab mich aber erschrocken, ne? Erstmal wehgetan hier. Mist. So. So, jetzt versuche ich oben nochmal mein Glück. Ich eigentlich hier liegen lassen, ne? So, ich laufe da nochmal Gras holen. Ja, gehen wir mal Gras holen zusammen, ne? Machen wir nochmal. Das ist eine gute Sache. Ja, der hat echt, der läuft sich da fest, ne? Ist nicht so gut. Na, Marienkäferchen, willst du nicht wieder runter? Willst du die ganze Zeit hier bleiben? Das ist doch nicht so schön hier. Du musst doch mal nach Hause. So, dann haben wir fast alles wieder fertig hier. Und das sieht ja schon mal ganz gut aus. Jetzt habe ich das aus Versehen genommen, ne? War keine Absicht. So, hier oben liegen noch mega viele Platten rum. Die nehmen wir alle. Lalala, das sieht doch gut aus. So, guck mal, Leute. Und dann den noch drauf und schon sind wir wieder fertig. Und dann habe ich wieder... Ach, was mache ich denn bloß mit dem Marienkäfer da oben? Der läuft sich hier fest. Ich kann ihn einfach da lassen. Ne, für bis in Folge 1000, dann ist er da immer noch, ne? Der Arme.
Dann habe ich wahrscheinlich schon, bin ich an der Baumkrone angekommen in meinem Haus hier. Dann ist der arme Kerl immer noch da. Das ist ja nicht so schön. So, ich habe gesehen, oben steht ja auch noch Jungspinnen. Jungspinnen muss ich auch noch beseitigen. Das bietet sich an. Guck mal, das machen wir auch noch hier. Sieht aus wie so ein Wind, wie so ein Segel, ne? So, das auch noch. Sehr schön. Und das noch. Sehr schön. Und den Rest holen wir dann unten. Alles reinballern. Das sieht gut aus. Das sieht echt cool aus hier. So ein bisschen schräg ist das, ne? Also so ein bisschen verschroben oder weiß nicht. Ich mag das aber. Ich mag das Schräge auch. Ich mag das gern. Warum kann ich hier nicht bauen? Weiß ich auch nicht. Ist egal. Dann machen wir das zuerst fertig. Hier sind auch wieder Stängel. Zack. Erstmal alles voll bauen, bis nichts mehr übrig ist. Sozusagen. Und dann gucken wir weiter. Und dann gehe ich, glaube ich, als nächstes Klee besorgen. Machen wir mal die eine Seite hier. Ach nee, da brauche ich ja Klee, ne? Genau. Das muss ich erstmal da hinten weitermachen. Hier. Vielleicht kommt man da hoch. Doch, kommt man noch. Da kommt man hoch, oder? Komm, sag mir, da kommt man hoch. Oh. Nee? Kommt man nicht? Muss ich Anlauf nehmen? Okay. Das ist ein bisschen doof. Komme ich denn so da dran? Ja, ne? Oh ja. Das ist auch schön. Dann machen wir das im Hüpfen. Hüpf, hüpf, hüpf. Hüpf, hüpf, hüpf. Oder hier. Hüpf, hüpf, hüpf. Ein bisschen bescheuert ist es schon. Thekla schnarcht da vor sich hin. Finde ich ein bisschen nervig, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich muss jetzt nochmal eben kämpfen gehen. Wir müssen der Thekla mal zeigen, wer der Herr im Haus ist hier. Ja, machen wir mal hier das lustig an. Schnappen uns mal die böse Keule. So, und jetzt gehen wir mal kicken, was die da so macht. Die schnarcht da rum, ne, als wenn die hier... Naja. Also, dann gucken wir mal. Hallo Thekla. Na? Wie hast du denn geschlafen? Gut. Warum du dann immer durch die Augen guckst, finde ich saublöd. Funktioniert auch nicht so richtig, ne? Da sind die Fangzähne auch zu sehen. Was habe ich denn jetzt wieder bekommen? Fangzähne und kein Gift. Auch kein Gift diesmal. Na gut. Aber hier ist ein Unkraut für mich. So, das war gut, ne? War ein ganz guter Kampf. Na gut, dann machen wir das wieder aus hier. Machen wir wieder den Hacker an. Machen wir den auch wieder an. Und den auch wieder aus. Das mit Ausdauer, ne? So. Und die Keule, die packen wir weg. Die brauchen wir jetzt nicht. Okay. Hunger habe ich ein bisschen. Erstmal was. Jetzt kann ich eigentlich auch da hinten trinken, mal was. So, Wonderful Nutrition. Wie spät ist denn? 15.33 Uhr. So, jetzt sind wir einmal hier beim Klee. Dann mache ich mal ein bisschen Bums. Mache ich mal ein bisschen Klee klar. Klee klar? Mache ich mal ein bisschen Klee klar. Na, wisst ihr schon? Wisst ihr schon Bescheid? Dann. Sammeln mal, bis wir voll sind. Und dann kommt irgendwie irgendwann die Frage nach... Ach, jetzt fällt das ganz runter, ne? Habe ich jetzt keine Lust. Dann kommt die Frage nach Vorratskisten in dem neuen Gebäude, ne? Und dann kommt die Frage nach anderen Utensilien. Ja, irgendwann wird's kommen, ne? Irgendwann ist dann der Strandpalast nicht mehr der Mainpalast, ne? Der wichtigste. Sondern... Dann ist die...
Das Vogelhäuschen. Ach Quatsch, Vogelhäuschen, das Baumhaus, das Wichtigste. Ja, sowas, komm. Ich weiß es schon. Ich hab's schon so im Gefühl. Aber man weiß es nicht, ne? Muss man einfach gucken. Na komm. Wie viel haben wir denn noch? Na, eine ganze Menge. Ich will einfach nicht nochmal laufen. Ich möchte jetzt gern alles sammeln, was möglich ist. Und dann mache ich das doch mal mit euch zusammen. Ein bisschen sammeln ist auch mal schön. Gute Musik dazu. Und schon sind wir happy. Ach, hier kann man auch pflanzen. Ah, habe ich gar nicht mitbekommen so richtig, ne? Wenn man Klee sammelt, dann sammelt man auch Pflanzenfasern. So nebenbei. Das ist ja cool. Das habe ich ganz vergessen. Glaube ich. Oder ich habe mich vertan. Ich glaube, das ist so. Na komm. So. Ach, jetzt habe ich alles voll, ne? Na komm. Die eine noch. Und dann bin ich, glaube ich. Dann bin ich voll. So. So, das reicht jetzt. So, und jetzt laufen wir hier durch, weil jetzt haben wir hier irgendwo auch noch die restlichen Stängel rumgeschmissen, hingeschmissen. Hier liegen noch welche. Die möchte ich gerne haben. Oh ja, guck mal. Super. Da sind noch Stängel, ne? Hier unten auch noch. Oh, hier auch. Oh, runtergefallen. Oh, oh, nein, nein, nein. Das ist ja schlecht. Runterfallen ist immer schlecht. Da voll. Na gut. So. Ich glaube, ich nehme mal ein Schlückchen von meinem Käffchen. Ui. Komme ich hier hoch? Ui. Ja. Dann nehme ich gleich mal ein Schlückchen. So, jetzt habe ich hier unten Tegler entsorgt, ne? Schon mal ganz gut da unten. Und wenn die dann nicht mal rumnervt, tut schon ganz gut. So. Da oben wollte ich weitermachen, ne? Genau, jetzt gehen wir mal hoch. Leider schon wieder alle Blätter weg. Also alle normalen Blätter. Jetzt spiele ich wieder Dachdecker, finde ich super, ne? Jetzt müsste ich das eigentlich bauen. Ja, jetzt geht's. Ja, jetzt geht's. Guck mal, zack. Super. Guck mal, alles fertig. Haha. Ah, ist das gut. Ist das, oh, jetzt habe ich auch nichts mehr, ne? Was brauche ich denn hierfür? Oh, einen. Einen. Okay. Dann besorgen wir uns noch einen. Ich sehe ja, hier ist noch was. Vielleicht liegt da unten auch noch was. Ich meine, da hätte ich noch was gesehen. Dann gehen wir mal zusammen, gucken wir. Wir sind doch ein Team. Ah, guck mal hier, liegen ja noch einige, ne? Drei, vier. Vier an der Zahl. Das ist doch gut. Blub. So, und dann bräuchten wir eigentlich noch ein paar. Oh, ihr habt ja auch ein Problem, ne? Ihr seid ja auch ein bisschen gaga. Haben wir hier noch ein paar Sprickies irgendwo? Nee, ne? Die sind also am Wasser. Die Eiche wurzelt da unten so ins Wasser. Aber Sprickies wachsen da nicht, ne? Da wohnen ganz viele. Da unten ist viel Unkraut sozusagen. Aber keine Sprickies, die sind woanders. Und hier ist Gras ohne Ende, ne? Finde ich auch sehr gut. Und ich finde, man muss sich dann so ein bisschen. Man spielt ja nicht im Kreativmodus, ne? Und dann passt man sich doch so ein bisschen an das an, was in der Gegend zu kriegen ist, ne? Ich hätte natürlich auch hier andere Baumaterialien nehmen können oder nur Stängel. Aber hier wächst natürlich auch viel Gras. Warum soll ich dann, ne? Warum soll ich das dann so machen? So, Freunde, da oben der Pupser noch. Zack, dann sind wir fertig, ne? So, und jetzt kommt die Frage aller Fragen. Wie machen wir hier weiter, ne? Das lege ich mal ab. Da können wir gleich erstmal gucken. Vielleicht schlafen wir auch zum ersten Mal hier. Das würde ich auch sagen. Das können wir machen. Hier müssen wir natürlich noch zumachen, das ist mir alles klar. Aber wie geht's hier weiter hoch? Hier ist ja dann so ein Dom, ne? Hier geht's dann so hoch. Da würde ich wahrscheinlich würde ich auch vorschlagen, da gehen wir noch höher. Ja, würde ich machen. Und dann hier so eine, ja, hier müssen wir eigentlich wahrscheinlich eine zweite Ebene drauf machen. Ah, oh, das macht so Spaß. Ich bin so voll happy, ne? So Grasboden. Wie läuft der denn unten? So, und dann machen wir hier auch weiter so. Was läuft hier, der Grasboden? Oh, nee, der läuft ja voll bescheuert. Nee, das geht nicht, so muss er laufen. Ja, genau. So ist besser. Ich habe hier unten noch was gesehen. Es sind leider nur drei. Ich glaube, ich brauche vier, wenn mich nicht alles täuscht. Zack, ja. Aber ist egal. Und dann, eine Treppe dann
so nach oben und dann rüber oder so. Boah, das könnte man machen. Das ist voll krank, irgendwie voll crazy, aber... Ja, ich gehe nochmal... Wie spät ist das denn? 18:47. Ich gehe nochmal eben ein bisschen Gras besorgen. Vielleicht gehen wir mal da hinten rüber. Da ist ja auch Gras gewesen, habe ich gesehen. Da unten gehen wir mal diesen Weg. Der ist ja schon fast weiter als das. Wie von eben, ne? Schwupps. Gehen wir mal hier hin. Können wir auch Gras besorgen. So, ihr kleinen Läuse. Hier machen wir mal ein kleines Päuschen. Hier ist Gras, ne? Dann besorgen wir uns doch mal hier das Gras schön. Und dann sieht's doch gut aus. So. Fein, na komm. Zack. Und du auch. Mach doch mal weiter. Mensch, das ist ja vielleicht ein Getrödel. So. Kann ich dann hier so hoch und hier aufladen, ne? Ja, das passt doch. So, sorgen wir uns das unten wieder. Auch Gras, finde ich gut. Da voll, dann hier wieder zurück. Durch das Dickicht, Kleedickicht durch. Wieder hier zurück und da oben drauf. Und so geht es immer weiter. So, jetzt haben wir auch gleichzeitig ein bisschen trockenes Gras umgehauen. Das passt schon. Können wir eigentlich auch immer brauchen. Inventar voll, ach so. So bin ich wieder so voll, ja. Ja. Na komm. Da. So. Voll, nee, da passt noch was drauf. Dann nehmen wir den noch mit. Den Wurschi. Schon wieder so voll. Oh ja. Ah ja, ich habe noch so mega viel Klee noch, ne? Finde ich super, ne? Das kann man gut gebrauchen. Ist ja alles gewesen hier, ja. Ich glaube, dann gehen wir auch hoch. Ja. Würde ich sagen. Oder passt da noch einer drauf? Ich glaube, da passt sogar noch einer drauf. Ich würde es versuchen. Ich habe es jetzt gar nicht mehr im Kopf. So. Na komm. Oh, doch noch ein bisschen. Passt da drauf. Da haben wir noch mehr. Na komm. So. Das muss jetzt reichen. Das nehmen wir jetzt mit. Das muss jetzt reichen. Ja, das ist voll. Den nehmen wir mit. Dann laufen wir hier hoch. Bisschen mühsam. Das habe ich natürlich. Ich habe zu essen mit, aber nichts mehr zu trinken, glaube ich. Das können wir ja trotzdem hier pennen, ne? Genau. Aber ich würde sagen, das machen wir dann, liebe Freunde, in der nächsten Folge. Jetzt lege ich das mal hier hin. Das ist unser Lager. Zum ersten Mal schlafen wir jetzt in unserer neuen Hütte hier. Das ist jetzt das erste Mal. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Wir machen genau an dieser Stelle in der nächsten Folge weiter. Ich freue mich auf euch. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Haltet die Ohren steif, bleibt gesund und wir sehen uns. Bis dann. Tschüss. Euer Raki.